Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Prinzipiell haben wir im letzten Part das Spiel abgeschlossen und sind jetzt quasi nur noch auf dem Gelände, um die restlichen Geheimnisse zu finden. Sprich, noch jede Menge Bildkarten, denn uns fehlen hier noch 10, hier noch 5, hier noch 10 und hier noch 4 und hier auch noch welche. Also es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Die Seidenschnabel-Herausforderungen müssen wir noch machen. Und wir müssen noch 2 der Porträtpasswörter finden. Was wir jetzt hoffentlich auch tun können. Kleinen Moment, wie viele von den Kesselkuchen habe ich da? Fehlen mir auch noch welche. Das heißt... Ui. Awesome. Okay. So. Hi. Da hinten sind noch Kesselkuchen. Und eine Bildkarte. Wow. Um Gottes Willen. Hey, Harry. Elasco. Achso, das ist noch gar nicht für jetzt. Das ist für gleich. Später auf jeden Fall. Noch ein paar Boden. Bei Fred und George habe ich ja leider schon alle Bildkarten gekauft. Das heißt, es bringt mir nichts mehr da in den Laden. Das Einzige, wofür ich es brauchen könnte, wofür ich dann nochmal hin müsste, wären die 2 Passwörter. Dafür brauche ich aber noch ein paar Kesselkuchen, die ich leider noch nicht haben würde. Gut, dann machen wir das mal so hier. Elasco! 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 Und zum letzten nochmal hier das. Bams. Ja, nü. Das war's? Ist ja lame. Nur ein paar Bohnen. Super. Hier für dieses Rätsel habe ich durchaus ziemlich lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Harry, komm hierher! Nein, komme ich jetzt nicht. Hier seht ihr solche Knöpfekins, die ich drücken muss. Und die nach einer Zeit einfach wieder rausgehen. Ich habe Ewigkeiten nicht gecheckt, wofür das da ist. Lumos! Und habe dann aber tatsächlich doch noch die Lösung gefunden. Ich muss mir jetzt einmal ganz kurz angucken, wo die verschiedenen sind, beziehungsweise... Hey, hallo! Ja. Das war super. Also, hier ist der Löwe. Wenn ich dann jetzt hier lang gehe, finden wir hier die Schlange. Hier in der Ecke war der Adler. Und hier hinten... Da müssen wir dann, ja, den Wolf haben. Sehr schön. Oder ist das ein Dachs? Das ist gar kein Wolf. Ich glaube, das ist der Dachs. Ja, natürlich. Das ist dieser Hufflepuff-Dachs. Okay, jetzt müssen wir einmal hier hin. So. Dann sehen wir als erstes den Adler. Der Adler war hier hinten. Jetzt müssen wir, da seht ihr oben, eine Zeit ablaufen. Und in der Zeit müssen wir es geschafft haben, dieses Knöpfchen hier zu drücken. Dann müssen wir schnell zurück, um wieder auf die Platte zu steigen. Ja, ich kann jetzt nicht, tut mir leid. Und das nächste Bild zu finden. Die Schlange. Die Schlange war hier. So, und wieder zurück. Und wieder hier drauf jumpen. Für den Löwen. Der Löwe ist hier. Und jetzt zum Schluss noch den Dachs. So. Damit hätten wir alles und haben hier eine ganz besondere Bildkarte bekommen. Ja. Die kann man natürlich alle auch nochmal anpoken. Allerdings kommen da immer nur Boden raus. Das finde ich dann überflüssig. Aber ich finde es halt cool, wie die sich immer bewegen. So. Karten kaufen tue ich jetzt erstmal noch keine. Ich frage mich gerade, wofür ich das Lumos brauche.
Hey, wart ihr schon mal im Bohnen-Bonusraum? Ich hatte alle 10 Schilde der Glacius-Aufgabe und der Bohnen-Bonusraum war einfach fantastisch. Yep. Finde ich auch. Das Problem ist, dass ich immer noch nicht weiß, wofür ich diese komische Lumos hier brauche. Ist egal, ich gehe einfach mal auf dem Gelände gucken. Für irgendwas werde ich es schon brauchen. Lumos! Dieses Geräusch ist so geil. Ich bin erschöpft. Ja, ich auch. Ich habe den ganzen Tag nach geheimen Bereichen gesucht. Ich habe viele Sachen gefunden, die ich vorher übersehen hatte. Kesselchen, Sammelkarten, die ganze Palette. Depulso! 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 War ich hier überhaupt schon? Elasto! Ich glaube, ich war hier schon. Ja. Alohomora! 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 Oder auch nicht. Ah nein, hier war ich noch nicht. Sehr schön. Och, Manu. Ja, kommt, werft eure dämlichen Bonbons, dann kann ich euch endlich besiegen und kann mir meine Bild. Warum treffe ich mich mit dem Kack immer selber? Das ist doch schrecklich. Hey, eigentlich bräuchte ich den jetzt gar nicht besiegen, fällt mir gerade auf. Ist egal, ich mach's trotzdem. Einfach, weil gehört sich. Elasto! Perfekt. So, damit habe ich hier quasi auch schon fast alle Geheimbereiche gefunden, aber auch noch fast, weil einer fehlt noch. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher das ist. Doch, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Wartet kurz. Weil ich glaube, zu ahnen, wofür ich das Lumos brauchte. Lumos! Hier war nämlich irgendwo... Das hatte ich schon. Das auf der anderen Seite hatte ich dann demnach auch schon. Guck ich noch einmal hier. Arbeitest du noch an deiner Kartensammlung, Harry? Ja. Das Schuljahr ist beinahe vorüber. Halt dich ran. Ach, sei doch still. Ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt doch keine große Ahnung. Ich weiß, du bist traurig, weil die Abschlussprüfungen vorbei sind, Hermine. Aber immerhin kannst du noch deine hier. Leistungsliste abarbeiten. Elasto! Haha. Noch ein Geheimnis gefunden. Ich wusste, dass das hier irgendwo zu finden ist. 5 Geheimnisse habe ich. Wie viele brauche ich? 6 Geheimnisse. Also eins fehlt noch. Aber wo? Wo ist das letzte Geheimnis? Ich bin mir eigentlich verdammt sicher, dass ich jetzt alle gefunden habe. Okay. Ja, wir werden ja sehen. Jetzt gehe ich auf jeden Fall einmal rein und gucke nach den verschiedenen Passwörtern. Oh, Mann, Peeves, bitte. Ich dachte, wir hätten dich zum letzten Mal gesehen, Peeves. Die Rüstung sieht glutrot aus. Hui! Eklige Kinder! Wollen wir spielen? Ach, der geht mir so auf die Nerven. Und Glacius, das war mir klar. Unfair. Nix unfair. Ron, hilf mir. Hauptsache, die sagen mir, dass wir nicht das schon zweimal angewendet haben. Vorsichtig. Pass auf, Glacius. Er wirft mit Fackeln. Glacius. Hör auf, ich warne dich. Na, schaui, schaui. Eine neue Zauber. Unfair. Ha, der hat genug. Ja, tolle Leistung, Mary. Danke, das hat sogar Spaß gemacht. Ja. Glaubt ihr nicht, dass wir nicht zu weit getrieben haben, so wie er weint? Keine Angst, der fällt uns schon bald wieder auf die Nerven. Zu weit getrieben mit Peeves? Ganz bestimmt nicht. Okay, 34 Kesselkuchen habe ich mittlerweile. Jetzt brauche ich ja gar nicht mehr so furchtbar viele. Ah, hier ist dieser Raum, natürlich. Okay, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal ganz... Nein, wir fangen hier unten an. Ich gehe einfach ganz normal das Treppenhaus hoch. Und sage ich erstmal, ich gehe erstmal in die Kerker. Hier müsste nämlich auch noch ein Passwort sein. Lumos! Jetzt habe ich meinen Lumos verloren. So, seht ihr? Fürwahr! Fürwahr. Ist nämlich auch noch ein Passwort.
Und hier hoffen wir, hier noch so ein paar Kesselkuchen zu finden. Hallo, Mora! Naja, gut, Bohnen ist auch was. Elasco! Wundervoll. Elasco! So. Hier geht's einmal im Kreis. Hallo, Mora! Wundervoll. Okay, ein Knopf. Und die Bildkarte. Hallo, Mora! Hallo, Mora! Ah! Rektusentra! Ist das ein Sauerei? Rektusentra! 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 Mann, das war ja mal voll gemein. Okay, jetzt geht's quasi wieder zurück. Nein, nicht zurück, sondern ich muss einfach noch um die ganzen Sachen hier noch einzusammeln. Elasco! Hallo, Mora! Und hier kann ich die ganzen nochmal aufmachen. Ich glaube, theoretisch habe ich jetzt genug Kesselkuchen, um mir bei Fred und George die letzten beiden Passwörter zu holen. Und dann könnte ich direkt von oben, andersrum von unten bis oben, sämtliche Porträts durchgehen. Hey, Moment mal, da ist aber noch einer. Den will ich noch haben. Dankeschön. Oh, ein einziger Kesselkuchen fehlt mir, Manu. Das ist doch doof. Na gut. Hey, ich glaube, Harry, ich noch ein hier Passwort. Drüben. Da, genau. Gesundheit. Ja. Lumos. Hallo, Mora. Hallo, komm schon, Kesselkuchen. Ich brauche nur noch einen kleinen Kesselkuchen, bitte. Rektusentra! Rektusentra! Und? Ach, danke schön. Oh, Bohnen und Kürbispasteten. Oh, Hilfe! Rektusentra! Rektusentra! Ja, fall einfach nach vorne runter. Rektusentra! Das ist fies lustig. Rektusentra! Rektusentra! Okay, weiter geht's. Hier ist auch wieder nicht ein einziger Kesselkuchen dabei. Das ist doch gemein. Rektusentra! Kusch! Ja, das sind alles nur Kürbispasteten. Hallo, Mora! Komm schon, hier muss doch was dabei sein. Ja! Kesselkuchen. Jetzt habe ich genug. Hallo, Mora! So, und jetzt werde ich mir dann bei Fred und George die letzten beiden Passwörter holen. Heißt also... Wo geht's denn hey, hin? Harry! Hier drüben! Hier komme ich nicht weiter, okay. Gibt's, glaube ich, auch nichts mehr zu tun. Da komme ich dann demnach auch nicht weiter. Da gehe ich einfach wieder hoch. Ja, wie gesagt, ich gehe dann jetzt einfach mal hoch. Ah, hier, genau. Ich mache das einfach. Todesfurcht. Ohohoho. Gehe ich einfach direkt hoch in den Sternlicht. Siebten Stock. Und hinüber zu Fred und George. Hey, Harry. Hier drüben. Falsche Seite. Fortuna Major. Dann habe ich endlich alle Passwörter zusammen, kann... Hi Fred! Hi George! Doch, das ist das Einzige, was ich mir hier noch wirklich holen kann. Dieses Passwort wurde noch nie getestet. Du siehst aber wie jemand aus, der kein Risiko scheut, Harry. Ja, natürlich doch. Hört sich Ach, gut Scheiße. An, ich kaufe es. Okay, dann habe ich doch nicht genug, ich brauche noch ein paar. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, ja. Um das zu kaufen. 30? Bist du denn des Wahnsinns? Wie viele habe ich? 18, ach Mann. Ja gut, dann gehe ich jetzt halt doch erstmal alle Passwörter durch. Okay, sehr gut. Gehe ich jetzt doch erstmal wieder runter. Hä? Ach, schon wieder falsche Richtung. Moment mal. Nee. Fortuna Major. So. Sternlicht. Geh in den ersten Stock
und gucke da nach dem Passwort. Schellfisch! Ja, genau. Ach, hier. Okay, einmal speichern. Luftballon. Oh. Hallo! Ist ja ganz was Besonderes. Lumos! Ach du Scheiße. Depulso! 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 Wir machen einfach alles kaputt. Wir zerstören! Zerstört sie los! Yeah! Und jetzt haben wir alle kaputt gemacht. Toll. Kesselkuchen, Kesselkuchen. Ganz, ganz, ganz viele Kesselkuchen. Ja, ich habe genug für die Passwörter. Das Passwort. Okay, 53 Bildkarten haben wir. Ich würde sagen, am Ende lese ich dann einfach noch einmal alle vor. Okay, hier geht's noch weiter. Nein, da geht's zurück. Okay, ist egal. Könnte ich jetzt theoretisch auch wieder hochgehen, ne? Ja, dann gehe ich einfach wieder hoch. Hole ich jetzt noch schnell das letzte Passwort und dann gehe ich die Gänge einfach weiter durch. Jetzt muss ich kurz gucken, wie viel Zeit ich noch habe. 16 Minuten, ja, gut, gut. Hey Harry, hier drüben. Nee, Fortuna Major. Okay, dann würde ich sagen, kaufe ich das Passwort noch. Guck dann noch im zweiten Stock kurz nach. Und hi Fred, hi George. Ja, ja, dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Naja, verstehe. Das kaufe ich. Okay, dann habe ich jetzt alles aus Fred und Georges Laden gekauft, was ich hätte kaufen können. Und demnach Fortuna Major werde ich jetzt, wie gesagt, dann noch einmal unten im zweiten Stock nachgucken. Was es da so zu finden gibt. Käseküsser. Nom nom nom. Hier Lumos. Müsste es eigentlich auch ein Passwort geben? Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Doch, hier. Da ist es. Kitzeln. Was für ein Kitzeln? Ist egal. Depulso! Depulso! Stunden später. Ich brauche doch gar keine Bohnen mehr. Ja doch, eventuell noch Bildkarten zu kaufen. Oh, nicht die schon wieder, Mann. Das ist doch echt nervig. So, kommt, stellt euch zusammen, bewerft mich mit einem Bonbon und dann ist gut. Nein, zusammen, komm schon. Vereinigt euch. Okay, das klang irgendwie falsch. Einfach mal 2500 Bohnen. Rektusentra! Okay, cool. Rektusentra! Wie kriege ich denn dich jetzt darüber? Rektusentra! Rektusentra! So kriege ich dich darüber. Rektusentra! Okay. Rektusentra! So, und tschüss. Kann ich da nichts machen? Elasto! Yay! Und zurück. Wonderful. Okay, das war dann demnach der zweite Stock. Dann weiß ich, dass ich beim nächsten Mal mit dem dritten Stock weitermache, wenn ich nach den Passwörtern suche. Und würde sagen, beende den Part an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, denn da sind wichtige Links drin. Ein Abo dalassen wäre auch sehr nett und über Kommentare würde ich mich natürlich auch immer freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!